Herzlich willkommen zum Wochenausblick und zu einem kleinen Fazit über die Wall Street. In dieser volatilen Phase vermischt sich ja einiges: europäische Banken, amerikanische Banken, ja, oder auch Themen, die gar nichts mit den Banken zu tun haben. Die möchten wir in den kommenden 30 Minuten hier on the point für Sie in die richtige Szene setzen. Nach dem Intro geht's mit dem Roland Jegen und mit mir, Andreas Bernstein, weiter. Sind wir auch bei dem Bild. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen. Ja, da bleibt man ja kaum ruhig auf dem Stuhl sitzen bei der Volatilität, wie schon die Woche jetzt gestartet ist mit 300 Punkten. Zickzack, muss man schon fast sagen. Und die letzte Woche war ähnlich. Im DAX hatten wir ein Muster: Montag minus, Dienstag plus, Mittwoch minus, Donnerstag plus, Freitag wieder minus. Müsste eigentlich heute ein Plus rauskommen, oder? Ja, das sieht es aktuell noch nicht aus, aber das kann sich ja durchaus noch ändern. Wie du gesagt hast, geht es ja in beide Richtungen. Also erstmal die Abgaben heute Morgen, nachdem es natürlich auch einige News am Wochenende gab, gerade um die Credit Suisse und die UBS, jetzt die Übernahme. Und ich denke, in dieser Woche wird es jetzt auch bei einer ähnlichen Volatilität bleiben. Wir haben am Mittwoch die Zinsentscheidung in den USA. Und ja, da ändert sich auch die Stimmungslage fast täglich, könnte man sagen. Da können wir auch gleich etwas näher drauf schauen, was da die aktuellen Prognosen lauten. Also es dürfte spannend bleiben, von daher haben wir auch wieder einiges zu berichten. Ja, es ist oftmals nur eine Momentaufnahme, aber trotzdem, lass uns in die Live-Charts reingehen. Mit dem Risikohinweis natürlich noch am Anfang, dass wir nur unsere persönliche Meinung hier darstellen. Genau, ganz kurz der obligatorische Risikohinweis. Und bevor wir in die Charts gehen, auch kurz der Wochenüberblick der letzten Woche. Wir sehen die Abgaben im DAX, aber der DAX liegt weiterhin auf Jahressicht da vorne. Der hat so in etwa jetzt auch die Abgaben hier geliefert, die der Dow Jones oder der S&P schon in den Vorwochen letztendlich hier abgegeben haben. Der S&P hat sich stabilisiert mit einem leichten Plus in der letzten Woche. Und so ein bisschen der Überraschungsgewinner der letzten Woche war dann der Nasdaq 100 mit plus 4,4%. Und der liegt auf Jahressicht auch weiterhin mehr als 10% im Plus. Und da hat man schon gesehen, die Bankwerte, die haben dann eher den S&P oder den Dow Jones belastet als die Technologiewerte. Und wenn wir uns später auch die Einzelaktien anschauen, sieht man auch, viele der Large Caps hatten dann durchaus signifikante Gewinne in der letzten Woche auch zu verzeichnen. Bei den Rohstoffen ist es so auch ein unterschiedliches Bild, während im Öl wir doch deutliche Abgaben gesehen haben in der letzten Woche, mehr als 13% und damit auch auf Jahressicht hier schon knapp 18% hinlegen, hat Gold wirklich fulminant die Woche beendet und liegt jetzt auch auf Jahressicht wieder sehr, sehr gut im Plus und hat am Freitag, nachdem wir das Jahreshoch ja als potenzielles Ziel angesprochen haben, innerhalb weniger Stunden dieses dann letztendlich auch erreicht. Bitcoin auch sehr, sehr positiv die Woche beendet und liegt damit auf Jahressicht hier schon 62% im Plus. Und damit gehen wir auch gleich rein in die Charts und starten dann gerne auch mit dem DAX Future. Der ist zunächst sehr schwach in den Handel gestartet, versucht sich aber weiterhin auch auf dieser Marke, die wir in der letzten Woche genannt haben, diese 14.900-Punkte-Marke zu stabilisieren. Ich denke, gerade auf Tagesschlusskursbasis könnte diese Marke auch interessant werden, hier im Tageschart, ob wir diese halten können oder nicht. Ansonsten, wenn wir jetzt auch in diesem Bereich schließen würden, wo wir heute Morgen schon lagen, 14.600, 14.650, könnten dann, denke ich, auch sehr schnell weitere Abgaben folgen und ja, nur den VWAP des Vorjahres hier mal genannt bei 13.900. Also man sieht ja sehr häufig, wie schnell es geht auf der Unterseite. Von daher sollten da weitere News auch folgen, kann es auch sehr schnell in diese Richtung gehen. Und ja, das nur als potenzielles Szenario einmal hier herausgestellt. Ich denke, es besteht weiterhin die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in diesem Bereich stabilisieren, aber es könnte durchaus sein, dass hier auch schnell weitere Abgaben folgen. In den kleinen Zeiteinheiten sieht man dann auch hier zum Beispiel im DAX auf Wochenbasis, dass wir zunächst mit einem Aufwärtsgap heute Nacht auch in den Nachthandel gestartet sind, aber dann wirklich sukzessive hier der Markt auch abverkauft worden ist. Und dann gab es ja auch nach 9 Uhr nochmal hier entsprechend eine schnelle Abwärtsbewegung, die aber auch zügig zurückgekauft worden ist. Und ja, der erste Widerstand und in diesem Bereich handeln wir ja auch fast wieder. Das wäre hier das Value Area Tief der Vorwoche bei ca. 14.940. Wir sind jetzt wieder in der Vorwochen-Range drin, aber noch nicht in der Vorwoche, in der Value Area der Vorwoche. Das heißt, hier auch so ein bisschen gemischte Signale und daher, denke ich, gab es heute Morgen auch auf beiden Seiten durchaus hier schon Chancen. Ich
hätte eher die auf der Short-Seite favorisiert. Und ja, das hier ist so ein Trade, den möchte ich vielleicht hier auch mal zeigen. Den würde ich jederzeit nehmen, wenn dann der Rücklauf kommt zum Value Area Tief des Vortages, hier zum Beispiel jetzt auf Kassa-Basis. Das heißt, im Future einfach die Daten nach 17:30 Uhr und vor 9 Uhr dann ausgeblendet. Das wäre die Bewegung hier gewesen um 10 Uhr unserer Zeit, denke ich, wo das Value Area Tief vom Freitag dann wirklich fast tickgenau angelaufen worden ist und dann eine Abwärtsbewegung von ziemlich genau 100 Punkten hier auch erfolgt worden ist. Und da kann man dann die Teilgewinne mitnehmen oder die komplette Position natürlich glatt stellen und dann den Stop nachziehen. Und dann wäre man, je nachdem, wo man den Stop platziert, wäre vielleicht noch im Trade drin oder schon ausgestoppt worden. Aber das wäre mein bevorzugtes Szenario gewesen jetzt für den ersten Trade hier nach der Kassaeröffnung, weil ich finde es immer schwierig, diese Abverkäufe dann dort ins fallende Messer zu greifen. Das kann man machen in sehr kleinen Zeiteinheiten, aber solange man dann auch außerhalb der Value Area des Vortages ist oder auch der Vorwoche, ist für mich immer eher das bevorzugte Szenario, auch dann in Trendrichtung entsprechend hier zu spekulieren. Und das wäre jetzt so ein möglicher Trade hier auch gewesen. Genau, Wie da habe ich sähe es auch mit? noch zwei Anregungen dazu. Das eine ist, wenn du die Handelszeit noch ein bisschen erweiterst, dann sieht man, dass auch vorbörslich hier schon die Vorwochentiefs unterschritten wurden und dass es dann zu einer Rückeroberung kam, nachdem es ein neues Tief kam. Und das ist antizyklisch vielleicht nochmal ein ganz guter Trigger, wenn das erste Tief, was wir aus der Vorbörse hatten, heute Morgen zurückerobert wird. Und der zweite Punkt wäre auf der Oberseite, das deckt sich mit deinem Value Area Regionen. Aussage, dass wir das Gap Close gesehen haben zum Freitag-Xetra-Schlusskurs und auch da ziemlich genau wieder abgeprallt sind auf der Oberseite. Genau, ich finde auch mal, je mehr Dinge zusammenkommen, ob es dann ein Vortageshoch oder Tief ist oder ein Tief oder Hoch aus der Vorbörse, wenn das noch mit hinzukommt, dann auch vielleicht zu diesen Indikatoren, die ich dann auch verwende, VWAP oder Value Area Hoch oder Tief oder dann auch ein Gap Close, dann ist häufig die Wahrscheinlichkeit auch noch etwas höher, dass der Markt zumindest an dieser Marke reagiert. Und genauso das wollen wir ja sehen. Er muss nicht unbedingt eine Umkehr zeigen, aber wenn er zumindest dort reagiert und für 50 Punkte oder wie viel auch immer abprallt, dann ist das ja häufig gerade für uns Daytrader auch ein sehr, sehr guter Trade gewesen. Und dann kann man das Risiko entsprechend weiter managen. Also je mehr Dinge da noch übereinstimmen auf einer Zone oder in einer Zone, desto höher für mich auch die Wahrscheinlichkeit, dass das aufgeht, ja. Genau, und da auch noch der Hinweis vom Kurslevel, weil ich es gerade im Chat lese. Das ist natürlich der neue DAX Future aus dem Juni, denn der alte ist ja am Freitag verfallen und auch da war es sehr, sehr volatil am Freitag. Genau, am Freitag war es auch ähnlich volatil, dann auch nach dem Verfallstag. Von daher schauen wir auch gerne auf noch einen volatileren Index. Den nehmen wir nicht so häufig hier mit rein. Der Bankenindex, weil wir ja gerade über die Banken schon kurz gesprochen hatten. Und ja, gerade die Credit Suisse steht ja jetzt sehr im Kreuzfeuer. Und ja, man sieht es hier in dem Bankenindex, also der Euro Stoxx Banks Future, den kann man auch sehr, sehr gut handeln. Der ist nicht allzu groß und man sieht ja auch, wie liquide der ist. Der ist nicht wesentlich liquider als zum Beispiel ein DAX, wo wir jetzt doch gesehen haben, wenn es so volatil ist, dann sieht man ja in der Regel höchstens zweistellige Orders hier auch auf dem Bid oder auf dem Ask. Aber hier im Bankenindex sieht man auch immer eine sehr, sehr ordentliche Liquidität von im dreistelligen Bereich, ähnlich dann auch wie im Euro Stoxx direkt. Und hier sieht man wirklich, der Bankenindex ist ja auch sehr, sehr stark ins Jahr gestartet, ähnlich wie der DAX Future und wurde jetzt aber hier seit Beginn des Monats März sehr, sehr stark abverkauft. Er hat sich dann versucht zu stabilisieren im Bereich hier von 99 Punkten. Das wäre das Value Area Hoch des Vorjahres gewesen. Aber jetzt folgten gerade in den letzten Tagen hier die weiteren Abschläge. Aber jetzt heute Morgen auch ein Riesengap auf der Unterseite. Und wir sind jetzt auch wieder an einem Schlüsselbereich hier angekommen. Das wäre quasi der VWAP des Vorjahres, also der faire Preis des letzten Jahres. Und hier sieht man schon, dass hier Kaufinteresse aufgekommen ist, jetzt auch in den ersten Handelsstunden. Und das wäre eine Marke hier im Bereich von 98,5 bis 99 Punkten, die ich jetzt auch die nächsten Tage hier verfolgen würde. Wir haben das Gap jetzt schon geschlossen, zumindest das Gap im Vergleich zum Tief vom Freitag. Das Gap zum Close vom Freitag ist noch nicht ganz geschlossen, aber hier versuchen sich auf jeden Fall jetzt hier diese Bankenwerte, der Bankenindex zu stabilisieren. Und hier könnte ich mir durchaus auch, sollte diese Marke halten und jetzt vielleicht auch dann letztendlich das Vertrauen so ein bisschen zurückkehren nach dieser Rettungsaktion, dass hier doch eine größere Gegenbewegung auch folgen könnte. Und da sollte man diese Marke dann vielleicht auch auf dem Zettel haben.
Bevor wir da vielleicht in andere Aktienindizes noch tiefer reinbohren, uns vor allem auch in die Wall Street Indizes, beim Thema Vertrauen fällt mir ein, dass ja aus den Banken das Vertrauen aktuell so ein bisschen rausgeht und dann vielleicht in die Kryptowährung wieder reinkommt. Du hast vorhin ja auch sehr, sehr schön gezeigt, wie stark der Bitcoin gestiegen ist. Wenn wir uns den aktuell anschauen, da wird sich der ein oder andere wundern. Ja, auf jeden Fall. Seit diesem Rücksetzer, den wir hatten, Anfang, Mitte des Monats März, als wir ja das Value Area Tief von diesem Jahr als auch aus dem letzten Jahr getestet haben, das war so was wie eine doppelte Unterstützung, folgte jetzt wirklich eine fulminante Aufwärtsbewegung zu neuen Jahreshochs und jetzt auch über das Wochenende, weil der Future, den ich hier zeige, der hat ja am Wochenende geschlossen im Gegensatz zu zu Bitcoin direkt, zu den Krypto Futures direkt. Das Aufwärtsgap entsprechend hier auch am Sonntagabend und dafür sehen wir auch eine kleine Kerze für den Sonntag, weil die US-Futures ja aktuell um 23 Uhr unserer Zeit eröffnen. Das geht jetzt noch eine Woche lange so, bis dann auch wir hier in Europa auf die Sommerzeit umstellen. Aber jetzt auch hier entsprechend heute neue Jahreshochs. Und jetzt kann man natürlich schon wieder schauen, wohin die Reise hier noch gehen könnte. Und ich denke hier auch, der VWAP des Vorjahres bei ca. 30.700, der ist jetzt doch in Reichweite. Und auch diese runde Marke von 30.000, man sieht ja, wie schnell es jetzt gegangen ist von 20.000 auf 28.000. Und ich denke, bis 30.000 beziehungsweise knapp unter die 31.000-Punkte-Marke könnte es jetzt durchaus auch noch gehen im Zuge dieser Aufwärtsbewegung. Und da muss man schauen, wann dann vielleicht auch hier die ersten Gewinnmitnahmen folgen und vielleicht der Markt dann doch auch eher nochmal in eine Konsolidierung übergeht. Vielleicht auch da noch das Volumen, wenn du das mal mit einblenden kannst, damit man so eine Relation hat. Beim Bankenindex waren es ja immer dreistellige Ordergrößen und hier sind es tatsächlich, oh, manchmal auch zweistellig sogar. Zwei bis Hätte ich drei nicht Stück. Genau. Die gedacht. Liquidität ist durchaus hier auch da im Micro-Bitcoin Future. Von daher, den kann man durchaus handeln. Also ob man mit einer Marktorder reingeht, ich würde es dann eher mit einer Limit-Order machen. Aber man sieht schon, da ist Liquidität da. Der Spread ist zwar jetzt nicht immer auf einem Tick, aber bei zwei Ticks, denke ich, im Durchschnitt. Von daher, die ist durchaus vorhanden. Nicht ganz so groß natürlich wie im Euro-Stoxx oder auch im Euro-Stoxx-Bankenindex, aber man kann es durchaus hier auch als Privatanleger im Futures-Bereich sehr gut handeln. Ja. Ja, super, dass wir das auch durchgesprochen haben. Und damit sind wir auch bei der Wall Street fast gelandet, weil der Bitcoin Future ja auch in US-Dollar notiert. Ganz genau, und dann können wir uns gerne die US-Futures einmal näher anschauen. Der Dow Jones war auch in der letzten Woche der Schwächste der US-Indizes. Und auch heute wurde er wieder abverkauft. Und ich denke, hier kann man weiterhin diese Marke, die ich auch in der letzten Woche schon mal angesprochen hatte, bei ca. 31.200 nochmal in den Fokus nehmen. Sollten hier noch weitere Abverkäufe folgen, vielleicht in dieser Woche, wäre das eine signifikante Unterstützung, die vielleicht dann auch in Kürze getestet wird. Und da muss man dann schauen, ob es doch Kaufinteresse gibt, ansonsten oder ob sich die Schwäche weiter fortsetzt. Wir sind ja auch jetzt aus dieser Seitwärtskonsolidierungsrange, die wir in den ersten beiden Monaten des Jahres hatten, erstmal ausgebrochen. Dann kam hier der Rücksetzer und jetzt der weitere Abwärtsimpuls. Von daher, die Schwäche ist weiterhin da, könnte man sagen. Jetzt versucht der Markt sich hier weiterhin zu stabilisieren, wieder sowas wie eine Seitwärtsrange auszubilden. Und vielleicht folgt ja dann schon zur Mitte der Woche zu der Zinsentscheidung dann auch der Ausbruch. Und dann sollte man sich vielleicht diesem Ausbruch auch erst einmal nicht entgegenstellen. Also das eher die Schwäche hier auch im Dow Jones. Und wenn wir uns dann im Vergleich mal den Nasdaq vielleicht mit hinzunehmen, der ja doch in der letzten Woche hier ordentliche Zugewinne zu verzeichnen hatten. Also die Technologiewerte natürlich nicht so betroffen von dieser Bankenkrise, in Anführungszeichen möchte ich sie mal nennen. Und da gab es jetzt in den letzten zwei, drei Wochen immer wieder Käufe oder Kaufinteresse im Bereich des VWAPs des aktuellen Jahres. Und jetzt sind wir gar nicht so weit auch von den Jahreshochs hier entfernt. Also da sieht man, wie unterschiedlich sich das Bild in den USA auch aktuell darstellt. Wir sind im Bereich der Jahrestiefs im Dow Jones und nahe der Jahreshochs hier im Nasdaq. Und ja, als Widerstand hier den VWAP des Vorjahres einmal genannt, weil da ist der Markt jetzt doch auch mehrmals abgeprallt, also bei circa 12.800. Auch am Freitag hörte da so ein bisschen die Rallye auf und es gab eine kleine Gegenbewegung. Also jetzt auch eher die Konsolidierung. Jetzt muss man schauen, ob sich viel tut vor der Zinsentscheidung am Mittwoch oder ob dann wirklich die News abgewartet werden und dann vielleicht eine Bewegung folgt. Wenn wir da einfach mal schauen, dass
wandelt sich ja fast stündlich. Am Freitag haben wir noch gesagt, die Chancen sehr hoch, dass vielleicht hier auch die Zinserhöhung um 25 Basispunkte folgt. Übers Wochenende hat sich das Ganze schon wieder etwas geändert. Jetzt sind wir jetzt nur noch bei 57,6 zu 42,4%. Das heißt, hier wird auch durchaus eingepreist, dass es zu keiner Zinserhöhung kommen könnte und dass der Stand erstmal hier bleibt, wie er aktuell ist. Von daher auch dieses Bild kann man sich immer wieder anschauen, weil das ändert sich doch aktuell schneller, als es üblicherweise der Fall ist. Wenn wir bei diesem Bild sind und bevor wir auch vielleicht nochmal auf den S&P schauen, würde ich gerne hier den WTI-Kurs einfügen. Wir haben uns den auch in den letzten Wochen immer wieder angeschaut und das passt ganz gut zu dem Thema, was du mit der Fed geäußert hast, vielleicht gar keine Zinsanhebung, denn die Fed, die US-Notenbank, muss ja aufpassen, dass die Wirtschaft hier nicht abgewürgt wird. Und so eine Zinsanhebung, die wirkt ja auch erst 3 Monate später. Und wenn man bei den Rohstoffpreisen reinschaut, also erstmal WTI vielleicht, sind wir ja schon auf dem Jahrestief. Genau, und da wurde auch heute schon wieder ein neues Jahrestief hier entsprechend ausgebildet. Von daher, wir sind jetzt unterhalb der 65-Dollar-Marke hier entsprechend im April-Future. Also da muss jetzt auch gerollt werden, entsprechend auf den Mai-Future. Aber den habe ich jetzt einfach, um die Historie ja auch zu haben, nochmal mitgebracht heute und am Morgen dann auch entsprechend hier der Rollen in den nächsten Future. Spätestens, wer es noch nicht getan hat, für die Analyse. Auf jeden Fall hier auch neue Jahrestiefs entsprechend im Rohölmarkt. Und ja, jetzt sind wir schon wieder auch außerhalb der Vorjahresrange und da muss man schon wieder etwas weiter rauszoomen und ins Jahr 2021 schauen, wo wir doch eine ganze Zeit lang in diesem Bereich uns aufgehalten haben. Also hier sieht man eine potenzielle Unterstützung auch bei circa 62 Dollar, die man hier durchaus jetzt mal einzeichnen könnte und die jetzt auch vielleicht in den nächsten Tagen dann relevant sein könnte. Das sind die Tiefs, die wir hier sowohl im Frühjahr als auch dann im Sommer und nochmal im Winter des Jahres 2021 getestet haben. Und ich denke, diese Kursniveaus, die rücken jetzt auch wieder schnell hier ins Blickfeld der Anleger. Und damit hat sich der Kurs halbiert seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges. Also das hätte wahrscheinlich in dem Umfeld letztes Jahr auch niemand gedacht, dass es auch so schnell und so tief wieder nach unten fällt. Auf der anderen Seite haben viele nicht gedacht, dass das Interesse bei den Rohstoffen jetzt in Richtung Edelmetalle schwappt. Und den Goldpreis haben wir tatsächlich heute schon über der 2000 gesehen. Ja, da hatten wir am Freitag ja angesprochen, schon, dass mal der Goldpreis vielleicht das Jahreshoch ins Visier ging. Und da ging es wirklich sehr, sehr schnell. So innerhalb weniger Stunden wurde dieses Ziel dann auch erreicht. Und der Markt hat neue Jahreshochs ausgebildet. Und das Ganze hat sich auch heute hier fortgesetzt. Jetzt entsprechend im frühen Handel in den USA haben wir die 2000-Dollar-Marke hier auch im April-Future schon kurzfristig geknackt gehabt. Jetzt handeln wir knapp darunter bei 1990. Und das ist natürlich auch ein potenzieller Widerstandsbereich. Das sind die Hochs hier aus dem Frühjahr des letzten Jahres. Nicht ganz das Jahreshoch, das wir auch zu Beginn des Ukraine-Krieges ausgebildet hatten. Das liegt noch etwas höher hier bei circa 2079 Dollar. Also ist auf jeden Fall auch vielleicht erreichbar, sollten wir diese Marke hier zügig überschreiten. Aber hier kommt jetzt vielleicht so es auch zu Gewinnmitnahmen und zu einem gewissen Druck. Und da muss man schauen, wie sich der Markt jetzt auch hier entwickelt und wie lange er vielleicht in diesem Bereich auch erst einmal konsolidiert. Also für viele Anleger auf alle Fälle eine Alternative zu den anderen Asset-Klassen, die wir jetzt hier vorgestellt haben. Den S&P 500 hatten wir noch gar nicht ausführlich, der ist aber immer noch unter der 4000. Genau, die 4000-Punkte-Marke, die war in den letzten Tagen wieder sehr, sehr wichtig geworden. Da ist der Markt dann auch am Freitag nach unten abgeprallt. Hier im großen Bild sieht man das sehr schön. Und heute auch wieder eher die Abwärtsbewegung hier im frühen Handel. Und ja, da sieht man auch nicht wirklich, für mich so ein bisschen richtungslos. Zwischen Dow Jones, der eher die Schwäche zeigt, der Nasdaq, der die Stärke zeigt, liegt der S&P so ein bisschen dazwischen, könnte man sagen. Und hat versucht, die 4000-Punkte-Marke zurückzuerobern, ist nicht gelungen. Jetzt erstmal wieder die Abwärtsbewegung. Und ja, je nachdem, wie die nächsten News ausfallen, könnte entweder hier auch die Bewegung Richtung Jahrestiefs gehen. Also diese Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben aus meiner Sicht. Und auf der Unterseite dann, um mal hier eine Unterstützung zu nennen, bei circa 3.795, 3.800. Das ist eine sehr, sehr wichtige Unterstützung hier auf der Unterseite. Ansonsten sollte die 4.000-Punkte-Marke wieder zurückerobert werden, kann man dann wieder Richtung 4.000
und 75 Punkte schauen und dann natürlich auch Richtung Jahreshochs. Aber aktuell ist es eher die Konsolidierung und da muss man dann vielleicht auch den Ausbruch erstmal abwarten und sich dann vielleicht trendfolgend positionieren. Auch da gilt am Mittwoch genau darauf zu achten, was die US-Notenbank sagt, was sie für einen Ausblick gibt, ob es vielleicht auch irgendwann wieder Zinssenkungen gibt in diesem Jahr. Da wird ja auch schon viel drüber gemunkelt. Lass uns gerne auf die Einzelwerte gucken. Ich vermute mal, dass die Banken die schwächsten Werte letzte Woche waren. Genau, dann schauen wir uns gerne hier mal die Gewinner und Verlierer der letzten Woche an. Also im Dow Jones auch ein gemischtes Bild, 16 Einzelwerte im Plus, 14 im Minus. Und ganz auf der Verliererseite sieht man hier auch entsprechend eine der Großbanken, die Goldman Sachs mit minus 7,4%. Auch die JP Morgan aber war im Minus, aber nicht ganz so weit hier eine Goldman Sachs. Auf der Gewinnerseite dann hier auch einige bekannte Werte zu finden. Die Chip-Werte waren sehr, sehr stark, aber auch einige andere Large Caps. Und so sehen wir hier zum Beispiel eine Intel auf Platz 2 mit 9,5% plus in der letzten Woche. Und der Gewinner der letzten Woche war dann die Microsoft mit plus 12,4%. Hier auch nochmal ein paar weitere Aktien mit aufgelistet, auch Apple relativ stark mit plus 4% und eine Nike kommt dann diese Woche auch noch mit Quartalszahlen. Von daher dürfte das auch spannend sein, wie sich die Aktie in dieser Woche entwickelt. Auf der Verliererseite dann auch, hier sieht man den JP Morgan mit minus 5,8%. Das heißt, die Banken hat es besonders hart getroffen, aber auch die Energiewerte im Zuge des sinkenden Ölpreises, zum Beispiel eine Chevron mit minus 4,6%. Im Nasdaq war es dann ein etwas anderes Bild. 69 Einzelwerte waren im Plus, 31 im Minus. Und hier sieht man entsprechend auch die Energiewerte. Da es gibt ja im Nasdaq jetzt keine nennenswerten Bankwerte, sondern gerade die Energiewerte hat es dann in der letzten Woche sehr stark getroffen. Eine Enphase Energy oder eine Diamondback Energy mit starken Verlusten. Und auch eine Rivian ist hier wieder als Verlierer zu nennen mit minus 8,1%. Und auf der Gewinnerseite dann hier auch ein Chipwert zu finden mit der AMD plus 18,4%. Das war natürlich sehr, sehr stark, aber viele andere Chipwerte auch stark. Intel haben wir genannt oder auch eine Nvidia, die sich sehr gut entwickelt hat in der letzten Woche. Und da auch nochmal ein paar andere mit hinzugenommen. Eine Alphabet war sehr stark in der letzten Woche. Hier haben wir natürlich auch die Microsoft im Nasdaq ganz oben mit dabei. Eine Nvidia oder auch eine Amazon mit 9% Zugewinn. Und im ähnlichen Bereich war dann auch die Meta angesiedelt. Und dann sieht man hier natürlich die Energiewerte im Minus. Und dann eine Rivian ist hier mit dabei. Die JD.com hat auch stark abgegeben in der letzten Woche. Von daher ein gemischtes Bild hier insgesamt. Eine Rivian nochmal anschauen, das würde mich in eine Depression stürzen. Das sah gar nicht gut aus. Aber eine Chevron können wir uns gerne anschauen, denn die Chevron, hattest du ja gesagt, zu den Energiewerten zählen, leidet natürlich dann auch, wenn der Ölpreis so weit zurückkommt. Ganz genau. Die hat ja zu Beginn des Jahres ja auch versucht, dann nochmal die Allzeithochs sogar, nicht nur die Jahreshochs, sondern auch die Allzeithochs anzulaufen. Das ist nicht gelungen und seitdem der starke Rücksetzer auch. Nachdem wir dann den 200-Tage-Durchschnitt von unten getestet haben, folgte hier nochmal der nächste Abwärtsimpuls. Und ja, jetzt kann man schon wieder hier auf die Tiefs schauen, die im Ende September des letzten Jahres ausgebildet worden sind, bei ca. 140, 142 Dollar. Die rücken jetzt wieder hier in Reichweite und könnten die nächste nennenswerte Unterstützung darstellen. Hier haben wir auch noch ein Gap, das offen ist vom 30.09. auf den 3.10. entsprechend und das könnte im Zuge dieser Abwärtsbewegung dann vielleicht auch angelaufen und vielleicht auch geschlossen werden. Ja, du hattest noch die Enphase Energy mit erwähnt, die haben wir, glaube ich, hier noch gar nicht mit abgebildet gehabt, dann würde ich auch interessant finden. Genau, ich schaue mal gerade, ich muss die Daten hier einmal laden, weil das Kürzel kenne ich nicht auswendig, von daher muss ich ja einmal kurz. Haben wir auch zu selten, aber wenn das mal in Top- und Flop-Listen einen neuen Wert gibt, dann sind wir natürlich mit dabei. Genau, man kann ja hier im Three-Stocks-Tool auch sehr einfach suchen nach dem Namen, von daher hier haben wir auch ENPH, die Enphase Energy, da ist sie auch entsprechend zu finden. Hier sieht man auch zu Beginn des Jahres, ist es ihr nicht gelungen, auch die Vorjahreshochs hier anzulaufen. Ende des Jahres war sie noch sehr, sehr stark und jetzt folgte hier die Abwärtsbewegung und jetzt haben wir auch entsprechend hier die neuen Jahrestiefs ausgebildet am Freitag und ja, es sieht erstmal sehr, sehr schwach aus und da muss man auch in den
zurückschauen in den Sommer des letzten Jahres, um hier potenzielle Unterstützung zu finden. Zuletzt hier auch interessant, dass man mehrmals am 50-Tage-Durchschnitt nach unten abgeprallt ist, der jetzt auch wirklich hier signifikant nach unten zeigt. Und wir sind jetzt im Bereich, wo man vielleicht potenziell auch noch Unterstützung Ausschau halten kann bei ca. 170, $175, diese Marken, die hier im Juni, Juli des letzten Jahres mehrmals von oben getestet worden sind. Und ja, die könnten dann vielleicht im Zuge dieses Abwärtsimpulses angelaufen werden. Die City Group hat hier neulich das Kursziel angehoben auf $285 sogar, und zwar erst vor 6 Tagen. Also ja, vielleicht ein bisschen frühzeitig. Vielleicht ein bisschen frühzeitig. Ich denke, da muss man erstmal abwarten, ob sich die Aktie hier zunächst einmal stabilisiert und dann auch eine mittelfristige Umkehr ausbildet. Aktuell sieht es nicht danach aus. Von daher würde ich hier eher nicht ins fallende Messer greifen wollen. Genau, apropos fallendes Messer, die Credit Suisse brauchen wir uns gar nicht anschauen, aber vielleicht eine andere US-Bank, die mit auf deiner Top- und Flop-Liste stand, die Goldman Sachs. Und das war auch deine letzte Aussage, wo wir JP Morgan und Goldman Sachs verglichen hatten, dass Goldman Sachs eher die schwächere von beiden Aktien ist, und das hat sich auch bewahrheitet. Das hat sich in der Tat hier bewahrheitet. Also die wurde stark abverkauft. In der letzten Woche hat sich das Ganze hier auch fortgesetzt und die hat die Woche dann auch im Bereich der Wochentiefs hier entsprechend geschlossen. Knapp oberhalb der runden Marke von $300. Da muss man schauen, ob sich die Aktie dort stabilisieren kann. Ansonsten denke ich, ist hier auch noch etwas Abwärtspotenzial vorhanden bis in den Bereich von ca. 290, $292. Das waren hier die Tiefs aus dem September und aus dem Oktober des letzten Jahres. Das ist vielleicht eine potenzielle Unterstützung in diesem Bereich, falls wir diese Marke anlaufen und ja, aktuell wirklich hier auch die Schwäche zu erkennen und da sollte man dann eher noch etwas abwarten. Ja, man muss auch dazu sagen, dass ja nicht nur das Thema Credit Suisse, UBS in Europa international besprochen wird, sondern auch in Amerika. Die First Republic Bank wurde ja quasi durch mehrere Einlagen so ein bisschen, oder wurde ihr mehr Vertrauen zugesprochen. Und da war zum Beispiel auch eine Goldman Sachs dabei, auch eine JP Morgan. Insgesamt 30 Milliarden wurden dort geparkt. Und da die Goldman Sachs aber viel kleiner ist als eine JP Morgan, tut natürlich so eine Einlage auch mehr weh, würde ich vermuten. Ja, ganz genau. Das kann man durchaus so sehen. Von daher, man muss nicht nur in Europa schauen, wie es den Banken geht, sondern auch in den USA. Wir hatten die Silicon Valley Bank, wir hatten die First Republic. Von daher muss man schauen, ob da vielleicht noch andere Banken auch hier in Bedrängnis geraten oder ob sich dort die Bankenwerte erstmal fangen. Also da gibt es ja auch von der Fed jetzt noch andere Liquiditätszuflüsse, wo sich die Banken einfach auch kurzfristig Geld leihen können. Manche bezeichnen das schon so ein bisschen als Quantitative Easing, aber das ist es in der Tat nicht. Also ich glaube, da gibt es auch viele Fehlinformationen, auch gerade in den sozialen Medien. Das ist wirklich nur eine kurzfristige Bereitstellung von Liquidität, maximal ein Jahr, zu teils auch sehr, sehr hohen Zinsen, muss man sagen. Und ich denke, eine Bank nimmt sich diese Liquidität auch nur, wenn sie sie wirklich be benötigt. Also die Fed hat ja auch so sich zu Verschwiegenheit verpflichtet. Das heißt, diese Namen, die sich da im Zuge dieses Programms auch Geld leihen kurzfristig, die werden auch nicht öffentlich genannt werden, weil das könnte ja dann dazu führen, dass gerade diese Bankwerte stark abverkauft würden oder es zu einem Bankrun führt. Aber das ist in der Tat kein Quantitative Easing, wie wir es über Jahre gesehen haben, sondern ich glaube, das kann sogar eher das Gegenteil bewirken, wenn dann die Liquidität zurückgezahlt werden muss, dass das eher nochmal zu einer Straffung der Geldpolitik führt. Ja, wir werden es weiter beobachten und vielleicht als letzten Wert die Microsoft noch gern mit reinnehmen, denn die war sehr, sehr stark und die hat ja mit den Bankenkrisen und so weiter wenig zu tun. Die verkauft Software. Genau, die verkauft Software und das macht sie sehr, sehr gut. Sie hat auch ein sehr, sehr gutes Cloud-Business. Das hat man bei den letzten Quartalszahlen immer gesehen, dass es da weiterhin gute Wachstumsraten gab. Und die Microsoft hat jetzt auch neue Jahreshochs hier ausgebildet nach dem Rücksetzer. Also ich glaube, das hier war wirklich so auch fast mustergültig in der Microsoft, der Ausbruch aus diesem absteigenden Trendkanal, in dem wir uns über mehr als ein Jahr befunden haben. Dann der Rücksetzer hier zu den gleitenden Durchschnitten, die jetzt auch alle so langsam beginnen, nach oben zu drehen. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt schon deutlich nach oben, auch der 100-Tage-Durchschnitt und der 200-Tage-Durchschnitt relativ flach. Aber das war, denke ich, eine interessante Gelegenheit im Bereich von $250, sich vielleicht zu positionieren. Und jetzt gab es die
fulminante Aufwärtsbewegung. Man hat die Hochs hier, diese lokalen Hochs auch rausgenommen, aus dem Februar neue Jahreshochs ausgebildet. Und jetzt kann man schauen, wohin die Reise gehen könnte. Ich denke, dieses Hoch aus dem Sommer des letzten Jahres, vom 15. August, ist hier relativ signifikant bei 295 Dollar circa zu sehen. Von daher das so als potenzielles Ziel auf der Oberseite, das vielleicht erreicht werden kann. Genau, das haben wir dann somit auch noch mit eingewoben. Ich glaube, es war wieder ein sehr spannender Mix, den wir dargestellt haben. Und vor allem auch einmal quer durch alle Assetklassen durch. Das ist ja aus Zuschauersicht auf jeden Fall eine wertvolle Info zum Wochenstart. Ja, ich denke auch, hat wieder Spaß gemacht wie immer. Und dann sehen wir uns sicherlich noch das ein oder andere Mal in dieser Woche für weitere Aktien und dann vielleicht auch nochmal vor dem Wochenende. Machen wir. Bis dahin alles Gute, Roland Jegen, und schön bei der Wohler auf die Stops achten immer. Ganz genau. Das wünsche ich auch allen Zuschauern. Gute Trades und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann ciao.